Herzlich willkommen in der Heilbronner Kolbenschmidt Arena. Herzlich willkommen zum Spiel unserer Falken gegen die Gäste, die Lausitzer Füchse. Einfach mal die Scheibe tief gespielt, weil die Falken erneut ihre Reihen wechseln. Da ist Steven Bär, kriegt einen Check von Gehlke. Aber jetzt das Wischen gegangen, die Chance für Weißwasser. Boah, und drinne. Wow. Ja, 1:0 für die Füchse. Feodor Bojarschinow, der Torschütze. Und das Ganze bereits in der dritten Minute. Hier sehen wir die Wiederholung. Ja, hat sich Andrew her ausgeguckt, die Lücke gefunden und dann flach reingeschoben. Aber ihr seht es am Bildrand. Kein Problem, Franz Repp steht, macht weiter, alles gut. Heatley beim Bulli. Heatley! Oh, das ist super! Rückhandtreffer von Mark Heatley. 1:1. Nummer 1 und dann geht die Scheibe hoch von Franz Repp aus. An der Scheibe Martens. Hängen bleib geblieben. Boah, schön aufgepasst von Bernhard, rübergelegt. Nicht richtig. Oh, Justin Kiss. Nimmt seinen eigenen Rebound und bringt die Falken in der 23. Minute in Führung. 2:1. So, die Wiederholung. Ah, da sehen wir nur noch den Puck, wie er von Maximilian Franz Repp abprallt. Aber genau schön. Wieder auf die Kelle von Justin Kirch. Aber dennoch, Führung für die Falken. Markus Götz. Die Füchse machen das sehr gut. Es geht auch schon der erste Wechsel. Owens jetzt neu auf dem Eis. Hey, wo zurückgelegt auf Helms. Oben Lavallee. Helms setzt sich durch. Da ist Kevin Lavallee. Und der macht den. Sehr schön gemacht. Im 84. Anlauf. Powerplay-Tor. Nummer 11 in dieser Saison. Vorlage von Kyle Helms. Und dann sehr schön rübergezogen. Am Torwart vorbei. Und mit der Rückhand unters Dach. 3:1. Kevin Lavallee. Da sehen wir es nochmal. Helms. Und da kommt er. Zieht die Scheibe rüber und dann oben rein über Franz Repp hinweg. Der hat natürlich keine Chance, den Schuss abzuwehren. Heywood. Sie dürfen aber jetzt nicht leichtsinnig werden. Die Falken, sie müssen dranbleiben. Gehlke. Wow. Oh. Mit dem Schlittschuh. Dennis Palka, aber keine Kickbewegung. Werden sich das die Schiedsrichter anschauen? Ich weiß es nicht. Noch gab es kein Zeichen. Okay. Gab auch keine Reklamation auf Seiten der Spieler aus Weißwasser. Gucken wir. Aber Moment, das war der gar nicht, oder? Der hat das Bein in der Luft. Können wir das nochmal sehen? So, hier kriegen wir jetzt Gehlke. Jetzt haben wir es ein bisschen langsamer. Kommt die Scheibe rüber. Ah doch, mit dem anderen, aber das war keine Kickbewegung. Ich sag nur, dass der Fuß beteiligt ist und ist vielleicht ratsam. Aber gut, ist akzeptiert, soll uns recht sein. 4:1, Dennis Palka. Tief gespielt, die Falken wechseln durch. Erste Reihe jetzt auf dem Eis, Algerson ist schon da. Da ist Ross. Markus Götz. Schmidt in die Mitte, Eriksson, da ist das 4:2. Jetzt haben sie es mal geschafft, die Scheibe
kontrolliert ins Dritte zu bringen, in den eigenen Reihen zu halten und dann schneller Abschluss. 4:2, Torschütze, die Nummer 40. Ich glaube, der heißt mit Vornamen Anders. Ja, Anders Eriksson mit dem Treffer für die Füchse. Vier für Minuten noch. Falken gilt jetzt natürlich keine Aufholjagd der Füchse zulassen. Ihr alle mich oder uns am Sonntag nicht hört, sondern hier einfach mal zu uns in die Halle kommt und mit uns zusammen Live-Eishockey guckt. Sehr schön. Brad Ross. Tor ist leer. Brad Ross! Ihm wünsche ich das Tor. Der hat heute so gerackert. Und auch wenn es, sagen wir mal, glücklich ist. Glücklich. Bitte? Also im Golf wäre das ein Hole-in-One. Ja, richtig. So, guck. Klub. Ihm habe ich das so sogar gegönnt. Unter Druck. Unter Druck. Und damit geht es für die Falken in der Tabelle mindestens einen Platz nach oben. Je nachdem, was die Wölfe aus Freiburg heute gemacht haben. Wie gesagt, wir sind am 1. Advent, am 3.12. wieder da. Familientag. Zu Gast sind dann die Tower Stars aus Ravensburg. Spielbeginn da schon um 17 Uhr.